Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy, Folge 100. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir mal was anderes. Heute machen wir mal einen kleinen Exkurs und nehmen uns mal einen Tag Urlaub von der Story. Und ich befinde mich gerade im Gebiet Kelchkuppe, hier im Tanalan Housing Gebiet. Und hinter mir seht ihr das riesengroße Haus der freien Gesellschaft, in der ich mich befinde. Ich hatte es ja schon angekündigt. Ist das nicht toll? Jetzt geht auch noch gerade die Sonne auf. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie das hier so aussieht. Diese Wohngebiete, die haben hier richtig, ja, so Straßen und riesengroße Häuser, die man gestalten kann mit Vorgärten. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Toller Eingang hier mit den Rosen und der Brücke. Ein Mockery House. Das ist ja auch voll knuffig. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Ist das süß oder ist das süß? Oh. Schön, sehr, sehr schön. Ich finde das Housing-Gebiet ganz, ganz, ganz toll gemacht in Final Fantasy, muss ich wirklich sagen. Unheimlich schön. Jetzt muss ich aber mal gerade schauen. Kann das sein, dass ich den Sound noch leiser habe? Ja. So. Und jetzt gehen wir hier mal rein in den Vorgarten hier bei uns. Wir haben hier vorne so herbstliche Bäume. Hier übrigens da. Wir haben hier natürlich auch ein Hausschild, der Panda-Stall. Von ja, der Gesellschaft Knights of Pandas. Es ist ein großes Gildenhaus und seid willkommen im Haus der verrückten Panda-Ritter. Betreten auf eigene Gefahr, kinderhaft für ihre Eltern. Tja, so läuft das hier bei uns. Hier haben wir einen Chocobo-Zuchtstall. Das habe ich noch nicht so ganz, habe ich mich noch nicht wirklich darüber informiert, wie das funktioniert. Darüber kann man dann Chocobos züchten für die Chocobo-Rennen irgendwie im Gold Saucer, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann seine Chocobos auch einfärben und oh mein Gott, da gibt es ein ziemlich verworrenes Diagramm, was man seinem Chocobo wie züchten muss, um von einer Farbe zur nächsten zu kommen. Es ist unheimlich viel, aber total cool. Ja, ich muss erst eben noch in den Chocobo-Trainingsmethoden unterwiesen werden. Gehen wir mal hier. Ist das nicht wunderschön hier mit der Brücke? Hier haben wir so eine Feuerstelle. Ein paar kleinere Beete, um Sachen anzubauen. Und hier die Kirschbäume. Und schaut mal. Und das hört man auch. Schaut mal, das ist... Ich liebe das, dass sogar an dieses Geräusch und diesem Zurückklicken, dass selbst daran gedacht wurde. Ist das nicht wunderschön? So, es war jetzt kurz still, weil ich mich muten musste, weil ich niesen musste. Hier haben wir einen kleinen Briefkasten. Ja, und da habe ich auch was von Yukiko schon wieder bekommen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle für Chocobo und Haus. Ich habe nämlich hier Stoffmorgries. So. Und die Möhrchen sind, glaube ich, irgendwie... Ja, die sind irgendwie für die Chocobos, aber ich weiß nicht genau wie. Was habe ich hier? Ach ja, genau. Hier habe ich noch Teleport-Tickets. Okay. Genau, das ist jetzt, weil ich wieder ein paar Tage abonniert habe. So. Ich muss generell mal gucken. Ich habe auch noch irgendwo... Fabi hatte mir ja auch noch einen Stoff-Mogri geschickt. Ein Stoff-Mog. Hatte ich das schon aufgemacht? Ich muss mal gerade gucken. Hier. Hochwertiges Mogri-Stofftier. Genau, das ist nämlich auch fürs Housing. Das hatte Fabi mir geschenkt. Auch da muss ich mich nochmal bei ihm bedanken. So. Guck mal, kann ich euch das auch gerade mal noch zeigen. Harnisch des Lichts für den Chocobo. Mini-Lichtkrieger als Begleiter und Mini-Odin als Begleiter. Komm, hier machen wir heute mal so eine Show-Folge. So. Begleiterverzeichnis. Da haben wir... Jetzt muss ich mal gucken, wo sie sind. Hier, das ist der kleine Odin, der Mini-Odin. So, mancher hat sich schon gefragt, warum eine düstere... Ach, guck, da kommt doch Yukiko. Nee, da kommt Tynriel. Tynriel? Seit wann denn eine Frau? Was? warum eine düstere Gottheit mit Wurzeln in der nordischen Mythologie eine Klinge aus dem fernen Osten führt. Ein Bade behauptet, dass der dunkle Ritter die Klinge erwarb, nachdem ein Auri-Krieger ihn damit traf. Und
Das ist der Mini-Lichtkrieger. Die strahlende blaue Rüstung des Mini-Lichtkriegers basiert auf uralten allergischen Mustern, die vor kurzem von Abenteurern im Kristallturm wiederentdeckt wurden. Und der ist unabhängig und der hier folgt einfach nur nach. So. Mal ganz kurz hier. Kann gerade nicht schreiben. Da ich aufnehme. So. Jetzt zeige ich euch die mal gerade noch. So, wir haben hier zum einen... Ups. Den Mini-Odin. Da ist er. So sieht er aus. Und das ist der... Hallo? Der Mini-Lichtkrieger. So, jetzt würde ich aber mal sagen, gehen wir rein. Ich führe euch einfach mal ein bisschen rum. Und dann... gucken wir mal, was ich in meinem eigenen Zimmer so bauen kann. Das Zimmer habe ich, wie gesagt, schon gekauft. Dafür muss man bei der... wie heißt das nochmal? Ich vergesse es immer. Hier Legion der Unsterblichen und Morgenviper bei diesen Bruderschaftsdingern da. Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Staatliche Gesellschaft. So, dafür muss man da auf einem der höchsten Stufen, auf einer der höchsten Stufen sein. Bin ich jetzt nicht. Bei der Legion der Unsterblichen wohl, aber bei der Morgenviper in Gridania. Und dann kann man sich nämlich hier für 300.000 so ein Zimmer kaufen. So. Wir haben einmal das Kostbarkeitenkabinett, was man auch im Gästezimmer hat. Und eine Lampe, die man an- und ausmachen kann. Warte mal, ist dahinter noch die... Ja, genau, und da ist die Kosmetika-Klinge direkt dahinter. So, hier ist so eine riesengroße Bücherei. Das ist alles selbst eingerichtet hier von den Pandas, sage ich mal. Wir sind ja erst seit ganz, ganz kurzem dabei. Guck mal, das ist... Das sind Sleipnir und Odin. Ist das nicht cool? So, hier geht's runter. Wir können ja erstmal noch raufgehen. Ja, hier sind auch NPCs, wo man zum Beispiel reparieren kann. Könnte ich eigentlich gerade mal machen. Materiallieferantin, also auch solche Leute findet man hier drin. Ah, das stafft Chocobo, süß. Kann man da irgendwie rein, nur wenn man reinspringt, ne? Das hier ist richtig so eine kleine Küche, kann ich da auch was selber machen? Ah, ja, genau, das ist eine Kochstation. Dafür müsste ich aber auch wirklich Gourmet sein und ich bin kein Gourmet. Sternenlicht-Dodo. Möchtest du den Sternenlicht-Dodo verspeisen? Nein, ich nehme jetzt mal nichts davon. Was macht das Viech hier? Yay! Ach, ich find's so super. Überall, wo hier Pfeile sind, kann man irgendwas machen. Irgendwas essen oder hier... Oh, das ist eine Mandragora-Lampe. Die kann man an- und ausmachen. Ich finde das so super, das Housing-System hier in Final Fantasy. Was ist das hier? Ist das eine Krämerklingel? Ja, das ist eine Krämerklingel. Schaut mal hier, das große Aquarium und die Karfunkellampen. Die man natürlich auch an- und ausmachen kann. Oh, geh wieder an. So. In so einer großen Empore hier sieht auch voll cool aus. Ja, und hier haben wir noch weitere Stationen. Für den Gerber haben wir da so eine Arbeitsstation. Für den Goldschmied. Hier hinten haben wir auch noch einen Materiallieferanten. Was liefert ihr denn so alles? Nutzholz, Metall, Baustein, Knochen, Leder. Ah, das ist ja cool. Sehr, sehr praktisch. Wow, das ist auch toll. Wow. Ah, dann glitzert das immer so. Das ist quasi hier so eine Art Tagungsraum, könnte man fast sagen. Also es sieht schon sehr, sehr nice aus. Wir gehen mal noch runter in den Keller. Das ist dann so für die, ja, Ida und Papa Limo. Ich liebe das Bild. Guck mal, sind die Lampen nicht geil? Diese Kristalllampen? Richtig nice. Und oh mein Gott, die habe ich ja selber noch nicht gesehen. Sehr nice, oder? Richtig, richtig cool. Hört mal, hier kann man sogar Harfe spielen.
Und das geht, hier haben wir ein Orchestrion. Oh, jetzt klimpert das die ganze Zeit weiter. Was kann man hiermit machen? Ach so, dann bewegen die sich nicht mehr. Doch, die sollen sich natürlich bewegen. Dann haben wir hier eine Badewanne. Wenn man mal ein bisschen entspannen möchte vom harten Abenteureralltag. Und ein Jacuzzi. Ist das nicht cool? Und hinterher könnte man sich sogar umziehen. Ist das nicht nice? Ich finde das so cool. Einfach richtig toll. Und schaut euch das mal an. Das sind die Mogri-Sofas. Und die hat mir Fabi geschenkt. Und die Kleinen hat mir Yukiko noch hergestellt. So, und jetzt gehen wir auch mal in mein Zimmer. Warte mal, was haben wir hier noch? Die leuchten dann auch nur, ne? Die sind cool, die Lampen. Ich habe noch nicht so viel, von daher weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt hier mit euch machen kann. So, Eingang zu anderen Zimmern. So, das eigene Zimmer betreten. Oder man kann auch ein bestimmtes Zimmer betreten von anderen dann. Hier zum Beispiel, da. Fabi hat auch eins. So, aber ich betrete jetzt mal mein Zimmer. Und dann gucken wir mal. Ein paar Sachen habe ich ja dabei. Ich habe jetzt hier diesen schönen Holzboden und diese Wände. Das habe ich jetzt hier standardmäßig drin. Sieht eigentlich auch total süß aus, finde ich. Oh Gott, wie ging das noch gleich? Private Unterkünfte, Möbel platzieren, Möbel färben, Inneneinrichtung ändern, Unterkunft Einstellungen, Beleuchtung anpassen. Genau, guck mal hier, man kann das sogar dimmen, das Licht, das finde ich sau cool. Inneneinrichtung ändern, Deckenleuchte. Ich hätte die Wundereier-Innenwand. Die sähe dann so aus. Aber die ist mir ein bisschen zu krass. Die werde ich nicht nehmen. Habe ich einen Boden? Ich habe noch gar nichts Bodenmäßiges oder Wände oder sowas. Ich habe sonst nur Möbel. Möbel platzieren, genau. Und da wird hier nämlich angezeigt, was man hat. Und kann das hier unten drüber platzieren. Das sehe ich jetzt gerade tatsächlich selber auch zum ersten Mal. Ich habe hier das Würfelpodest aus dem Palast der Toten. Kann als Dekorationsobjekt benutzt werden oder um darauf reden zu üben. Tja. Ich habe das Prinzessinnenfestplakat. Ich habe die Stoff-Mogris. Ich habe das hochwertige Mogri-Stofftier. Ach, das ist eine Gartenausstattung, der fernöstliche Kirschblütenteppich. Ach so. So, wie platziere ich das denn jetzt? Positionieren. Den Gegenstand wirklich positionieren, der kann dann nicht mehr auf dem Markt verkauft werden. Außerdem kann der Anspruch auf manche Gegenstände. Okay. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich den platziere. Deswegen will ich den jetzt noch nicht platzieren. Das Prinzessin-Plakat, wie sieht das aus? Oh, das ist ja schön. Das ist ja hübsch. Oh, toll. Ich muss aber bei den ganzen Sachen, ich brauche erstmal noch Tische. So Bilder und sowas möchte ich halt wirklich gerne erst positionieren, wenn ich weiß, wo ich Möbel hinstelle. Ein Bett oder sowas. Das sind die kleinen Stoff-Mogris und das ist das hochwertige Stoff-Mogri-Stofftier. Ja, also ich kann sie auch noch verschieben sich gerade. Kann ins Inventar zurückgelegt werden. Geht das auch noch, wenn ich die schon platziert habe? Bestimmt geht das noch, ne? Kann rotiert werden. Oh, wie denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich den rotiere. Leg fest auf Objekte. Aha, ein Raster. Nee, das möchte ich nicht. Ihr seht es schon, dann wackelt der hier so ein bisschen. Als ob der laggen würde quasi. Und wenn ich das ausmache, dann kann ich den ganz frei positionieren. Okay. Ja, also ich habe das hier noch nicht so ganz raus, wie das funktioniert mit dem Platzieren der Gegenstände. Aber das soll ja eigentlich erstmal gereicht haben. Ich habe euch jetzt hier mal das Haus gezeigt, habe euch gezeigt, wie das Housing generell funktioniert, wie man sich hier sein Zimmer einrichten kann. Wenn ich mal mehr Sachen habe, dann werde ich euch auch mal mitnehmen.
An dieser Stelle verabschiede ich mich aber. Ihr seht jetzt ein Standbild, weil ich schon kurz die, weil ich schnell schon die Aufnahme beenden musste, weil ich sonst keinen Ton mehr gehabt hätte. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute von euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Haus? Haben die Pandas das toll gemacht? Und was haltet ihr generell von dem Housing-System? Morgen geht's dann weiter mit der Story. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!